Hallo meine Freunde, ich melde mich diesmal aus dem atemberaubenden Rio de Janeiro. Bis auf die Temperaturen, die bis zu 35 Grad sind und keine Wolken, ist es hier wirklich schön. Aber bevor ich damit anfange, euch zu erzählen, was ich so gemacht habe und ob ich auch die Challenge diesmal wieder bestanden habe, hier ein paar Grundinformationen zu Brasilien und Rio de Janeiro von Lisa Simpson. Okay, here are some travel tips. Only drink bottled water, don't get into an unlicensed taxi, and remember, they have winter during our summer. Wait. So in August, it's cold? That's right. And in February, it's hot? Mm-hmm. So it's opposite land! Crooks chase cops. Cats have puppies. No, Dad, it's just the weather. So hot snow falls up? Yes. Woohoo! Get ready, Brazil. I now speak fluent Spanish. Well done, Bart. But in Brazil, they speak Portuguese. Ay, caramba, que muerto. Te viente ahora a estudiar por nada. Forget every word, boy. It's useless. But Homer... I said forget it. Über allem thront die 40 Meter hohe Jesus-Statue, die man von fast überall sehen kann und von der man auch die ganze Stadt sehen kann, wenn man oben ist. Wie man sieht, ist Rio durch die Berge und Felsen sehr zerklüftet. Sie besteht aus den Stränden Ipanema, Copacabana. Hier sieht man den Zuckerhut. Dann natürlich noch die Innenstadt. Und auch nicht zu vergessen für die Fußballfans das berühmte Maracanã-Stadion. Oben ist es eigentlich zu jeder Tageszeit überfüllt, voller Menschen. Nur das Fernsehen schafft es für lächerliche Bilder, die ganze Aussichtsplattform frei zu bekommen. Going to Brazil. Unglaublich heiß in Rio, wie schon gesagt, aber zum Glück hat Rio viele Strände. Da wären zum einen der Flamingo Beach, eher für die Einheimischen. Dann die berühmte Copacabana. Und den meines Erachtens und auch wie viele andere finden den schönsten Strand, die Ipanema. Ein Vorurteil, was man gegen die Strände von Rio de Janeiro hat, kann ich bestätigen. Und zwar sind Tangas sehr beliebt, sodass man Pos in allen Formen, Farben und Größen sich angucken kann. Manche schön, manche eher nicht so schön, aber die Mischung macht's. Und zum Schluss noch meinen Favoriten. Es ist immer viel los an den Stränden und auch viele Kamerateams sind unterwegs. Zum Beispiel, wie man hier sieht, eine Transvestite, die schön am Strand umherläuft und den Menschen Handküsse zuwirft. Aber dann ging es an meine Aufgabe. Es war gar nicht so einfach, Beachvolleyballspieler zu finden, denn dieses Spiel ist viel beliebter. Man darf alles benutzen, außer die Arme, sogar die Schultern. Und wie man sieht, können das die brasilianischen Zauberfußballer auch wirklich gut. Das Einzige, was ich an Beachvolleyball spielenden Latinas auftreiben konnte, war sie hier. Dort war mir dann aber das Niveau zu schlecht, deswegen bin ich dann zu besseren gegangen. Trotzdem Beachvolleyball nicht so populär ist, wie ich gedacht habe, konnte ich mich in Rio kaum frei bewegen. Ständig wollten irgendwelche Leute Autogramms von mir oder Interviews mit mir führen, weil, das wusstet ihr vielleicht nicht, aber in Rio bin ich ganz groß, weil ich ja Beachvolleyball-Profi bin und vor 2 Jahren bei den Olympischen Spielen Gold gewonnen habe. Die sehen jetzt zwar alle sehr unbeeindruckt aus, aber das nur, weil ich sie gebeten habe, mich mal kurz in Ruhe zu lassen. Wir haben vorhin nämlich ein Spiel gemacht, ich habe sie übelst abgezogen und wie schon gesagt, ständig kamen Leute und wollten irgendwas von mir. Das war nicht mehr schön, deswegen habe ich die jetzt erstmal spielen lassen, damit sich die Massen ein bisschen beruhigen.
Und nach dem Spiel sollte ich mich ja mit einer Pizza Banana stärken. Das habe ich nicht gefunden. Es gab nirgendwo Pizzen, die mit Bananen belegt waren. Aber dafür habe ich das hier gefunden. Und zwar ein Pizzahütchen. Auch nicht schlecht, oder? Das muss doch zählen. Am nächsten Tag ging es für mich alleine in die Favela Santa Marta am Fuße der Christusstatue. Sie wurde in den Berg gebaut und besitzt wie alle Favelas keine Straßen, sondern nur enge Treppen, in denen man den steilen Berg herauf und herunter gehen kann. Ich bin dort alleine hingegangen und trotz der Versicherung, dass es dort sicher ist, dass es durch die Polizei befriedet wurde, kam ich mir schon komisch vor, weil alle mich angestarrt haben und ich einfach fremd war und da gar nicht reingepasst habe. Deswegen habe ich da noch nicht so viel gefilmt. Bekannt ist die Favela vor allem durch Michael Jackson geworden, der dort Teile seines Videos They Don't Really Care About Us gedreht hat. Dank der GEMA kann ich euch das Video jetzt leider nicht zeigen. Wenn ihr es trotzdem sehen wollt, klickt auf den Link. Die Regierung hat schon Programme, um das Leben in den Favelas zu verbessern. Das sieht man daran, dass alle Gebäude, die von der Regierung in die Favelas gebaut wurden, bunt angestrichen sind. Ein weiterer Höhepunkt folgte, und zwar der Aufstieg auf den Zuckerhut. Die Seilbahn des Zuckerhuts ist nach dem sogenannten Beißer-Zwischenfall im Jahre 1979 wieder in Betrieb. Es ging irgendwie um ein Projekt namens Moonraker und ein britischer Agent war auch darin verwickelt. So ganz konnte das nie aufgeklärt werden, aber jetzt läuft sie wieder und ich bin hoch. I might have guessed. Do you know him? Not socially. His name's Jaws. He kills people. Taylor's heart. Die erste Seilbahn geht auf den ersten Hügel und von dort aus dann auf den zweiten Hügel den eigentlichen Zuckerhut. Rio hat auch einige schöne Plätze zu bieten, von denen man wunderbar den Sonnenuntergang beobachten kann, bei denen es auch ein ganz gewisses Ambiente gibt. Und zwar klatschen die Leute, wenn die Sonne untergegangen ist. Yay, sie hat es auch diesmal wieder geschafft. Einer von denen ist der Surferfelsen an der Ipanema. Ich war dort Freitagabend zum Sonnenuntergang und habe ein paar Leute gesehen, die im Kreis standen und gesungen haben. Ich wollte denen ihr Lied aufnehmen, damit ich das vielleicht in mein Video einarbeiten kann. Doch dann stellten sie sich als Adventisten raus und ehe ich mich versehen habe, musste ich mitsingen und dann wurden kleinere Kreise gebildet mit umarmt und ich sollte beten. Natürlich konnte ich kein Portugiesisch, aber eine von denen war so nett und hat mir alles auf Englisch übersetzt und hat auch mein Gebet dann auf Portugiesisch übersetzt. Ich muss sagen, war mal wieder eine neue Erfahrung, aber sehr lustig. Und dann auch habe ich noch ein bisschen bei Capoeira zugeschaut. Gestern ging es dann noch zu einer weiteren Favela-Tour, diesmal geführt. Es ging nämlich in die größte Favela in ganz Südamerika. Dort leben 70.000 Einwohner und es ist nicht ganz ungefährlich, wenn man dort alleine geht. Thank you.
Dort konnte ich dann auch den letzten Teil meiner Challenge durchführen und den Kindern einen Ball schenken. Die haben sich natürlich sehr, sehr gefreut. So, jetzt ist es soweit. Ich werde den Ball den Kindern geben. Gute Aufgabe. Ich hoffe, das wird nicht zufriedenstellen. Noch einmal lächeln für die Fotos und los geht's. Also 3 von 4 Aufgaben gemeistert. Damit würde ich sagen, ist Rio de Janeiro bestanden. Dann bleibt mir zum Schluss noch die Auflösung des Quizzes aus der letzten Woche. Und zwar der Zeitunterschied zwischen Uruguay und Argentinien. Es lag keiner richtig, deswegen bekommt auch keiner einen Preis. Es ist nämlich wie folgt. In unserem Sommer ist keine Zeitverschiebung. In unserem Winter hingegen hat Argentinien Sommerzeit. Das heißt, dass dann eine Stunde Differenz ist zwischen Uruguay und Argentinien. Für die heutige Folge gibt es auch wieder ein Quiz. Und zwar hatte ich an der Copacabana viel Zeit und habe alle Sandkörner gezählt. Deswegen die Frage an euch, aus wie vielen Sandkörnern besteht die Copacabana? Zu gewinnen gibt es diese Brasilienfahne, die ich euch gebe, wenn ich wieder da bin. Wer am nächsten dran ist, hat gewonnen. Und dann entlasse ich euch auch aus Rio de Janeiro mit ein paar weiteren Impressionen aus dieser wunderbaren Stadt zu einem, ich weiß, nicht ganz typischen brasilianischen Lied. Wir sehen uns. Und jetzt müsst ihr auf den Link klicken und parallel zu meinem Video in einem zweiten Fenster Samba de Janeiro von Bellini starten.